Guten Abend und herzlich willkommen bei Wikimedia Deutschland. Mein Name ist Christian Rickerts und ich möchte Sie ganz herzlich zu unserer Reihe Monsters of Law hier in Berlin begrüßen. Monster ist auch gleich das richtige Stichwort für den heutigen Abend. Wir möchten Ihnen nämlich heute ein Werkzeug zur Monsterbezwingung vorstellen, unseren Lizenzhinweisgenerator. Wobei die Monster in diesem Fall in den Fällen lauert, die das Urheberrecht jenen Menschen stellen, die Bilder aus dem Internet weiterverwenden wollen. Gerne treten sie zum Beispiel in Form von Abmahnschreiben auf. Das sind wirklich gruselige Biester. Dabei sollte alles so einfach sein. Die Bilder, die auf Wikipedia oder Wikimedia Commons veröffentlicht sind, stehen unter Creative Commons Lizenzen, also unter freien Lizenzen. Diese erlauben eine unkomplizierte Nachnutzung, wenn bestimmte Bedingungen eingehalten werden. Der Begriff frei in Kombination mit dem Wort Lizenz führt jedoch bei Nachnutzungwilligen oft zu Fragezeichen. Frei klingt ja überhaupt erstmal gut. Es signalisiert, dass hier einiges erlaubt sein soll. Andererseits bedeutet Lizenz, dass einiges zu beachten gilt. Aber was? Die Quellen nennen, den Urheber und wie genau? Diese Unsicherheit führt im Ergebnis oft dazu, dass jegliche urheberrechtlich relevante Nachnutzung aus Vorsicht lieber unterbleibt. Wikimedia Deutschland hat sich zum Ziel gesetzt, die Erstellung und Sammlung und Verbreitung freier Inhalte zu fördern. Freie Inhalte, wie wir sie verstehen, meint jedoch deutlich mehr als nur die Möglichkeit, kostenlos auf bestimmte Inhalte zugreifen zu können. Es heißt darüber hinaus, eine Nachnutzung dieser Inhalte zu ermöglichen und dafür zu sorgen, dass man mit ihnen auch wirklich etwas anfangen kann. Unsere Erfahrung ist, je einfacher es ist, digitalisierte Inhalte im Netz legal weiterzuverwenden, desto öfter passiert es auch. Wir sind daher der Meinung, wenn wir wollen, dass freie Bilder genutzt werden, dann müssen wir es den Leuten möglichst einfach machen. Frei lizenzierte Bilder richtig zu kennzeichnen und so die Nutzer auch davor zu schützen, unabsichtliche Urheberrechtsverletzungen zu begehen. Wir freuen uns daher, heute den Lizenzhinweisgenerator vorstellen zu können. Dieses Werkzeug automatisiert die Zusammenstellung von Lizenzinformationen und hilft damit auch juristischen Laien bei der Einhaltung ihrer Lizenzpflichten. Es soll ihnen dabei helfen, Bilder aus Wikipedia und dem freien Medienarchiv Commons einfach und rechtssicher nachzunutzen. Und wie das funktioniert, erfahren Sie heute Abend. Dr. Till Jäger und Jens Ohlig, die den Lizenzhinweisgenerator mitentwickelt haben, stellen Ihnen das Tool vor und beantworten im Anschluss gerne alle Ihre Fragen. Sie können aber auch Fragen über Twitter stellen. Bitte benutzen Sie dafür den Hashtag WMDEMOL. Und weil Gruseln so schön ist, lassen wir uns zunächst noch einmal etwas unsere Monster erklären. John Weizmann, Referent für Politik und Recht bei Wikimedia Deutschland, erläutert die 5 häufigsten Fehler, die bei der Weiternutzung von Creative Commons lizenzierten Bildern gemacht werden. Durch seine langjährige Arbeit für Creative Commons als Rechtsanwalt und Mitbegründer der Kanzlei iRights Law in Berlin ist er mit diesem Thema bestens vertraut und daher freue ich mich, dass er heute bei uns ist. Lieber John, the stage is yours. Vielen Dank. Ja, schönen guten Abend. Jetzt ist das richtige Schild. Gut. Ich bin nicht das Monster, sondern ich erkläre jetzt ein wenig, wo das Monster liegt. Das Bild ist ein Wildschwein, das ist kein Monster. Ich habe es eigentlich aus keinem besonderen Grund gewählt. Es ist mir untergekommen heute, als ich geschaut habe, was für ein Eingangsbild ich denn nehmen könnte. Und dann fiel mir auf, dass dieses Bild tatsächlich in Wikimedia Commons als rechtefrei gekennzeichnet ist. Das steht ganz unten. Ich habe jetzt da nochmal den Fotografen genannt. Aber das ist eher die Ausnahme. Also so ein rechtefreies Bild wie dieses wunderbare Wildschwein, was so wunderbar im Boden wühlt, das hat man nicht so oft. In der Regel sind auf Wikimedia Commons Lizenzen zu beachten und davon will ich jetzt erzählen und beziehungsweise davon, was dabei schieflaufen kann und was damit das eigentliche Monster ist, was der Lizenzhinweisgenerator bekämpft. Warum denn überhaupt dieser ganze Terz um den Lizenzhinweis? Das klingt eigentlich mehr wie so ein Hinweis halt. Nice to know, aber nicht so wichtig. Aber das ist falsch. Es gibt eben im Bereich von Creative Commons und sowieso im Bereich Open Content noch viel weniger keinerlei Register oder sowas in der Art, wo man nachschauen könnte, welche Bedingungen gelten denn, wer ist der Urheber? Es gibt in den USA bekanntlich das Copyright Register. Das ist ein auf die USA bezogenes und früher auch sehr wichtiges öffentliches Register. Aber sowas gibt es weltweit nicht, sowas gibt es bei uns nicht und sowas gibt es schon gar nicht für sämtlichen Open Content oder auch die Dinge, die unter CC-Lizenzen stehen. Daher
ist das Einzige, was die CC-Lizenzierung ausmacht, der Lizenzhinweis. Das heißt, wenn ich als Urheber oder als Urheberin hingehe und ein Inhalt, ein Foto, in diesem Fall geht es ja um Bilder heute beim Lizenzhinweisgenerator, ein Bild öffentlich mit einem Hinweis versehe, dass es unter CC-Lizenz so und so steht und dass das und das anzugeben ist, dann ist das schon die Lizenzierung und das war's. Das heißt, ich muss nichts weiter tun und ich kann auch eigentlich nichts weiter tun, als diesen Hinweis anzubringen. Es braucht dann, oder zumindest ist das die Idee, keine weitere Kommunikation später, um die eigentliche Erlaubnis an den Nachnutzer zu geben. Und weil alles entsprechend, also das, was der Nutzer hinterher macht, die Nutzung selber ist, die Annahme des Angebots, was in diesem Lizenzhinweis steckt, das heißt, der Lizenzhinweis muss bereits alles enthalten, was für die Aushandlung der Bedingungen notwendig ist. Es muss ein einfaches Ja ausreichen, um zu sagen, jawohl, ich bin damit einverstanden, mich an diese Lizenz zu halten. Und dieses Ja liegt eben bei CC-Lizenzen einfach in der Nutzung selbst. Und damit das funktioniert, muss der Lizenzhinweis entsprechend alles enthalten, was dieses Ja umfassen soll. Das hat auch zur Folge, dass wenn der Hinweis verloren geht, auf irgendeine Art und Weise, es gibt da bestimmte Systeme, beispielsweise im Bereich Social-Media-Plattformen, die entfernen Metadaten von Bildern und entfernen damit auch diese Hinweise, dann ist die Lizenzierung, die CC-Lizenzierung kaputt, kann man sagen. Denn dann ist die Aussage wieder reduziert auf das, was das Recht ursprünglich standardmäßig sagt, nämlich alle Rechte vorbehalten. Dass manche Rechte vorbehalten, was durch die CC-Lizenz entstehen soll, entsteht nur über diesen Hinweis. Wenn der Hinweis verloren geht, irgendwie nicht mitgeliefert wird, bin ich wieder bei alle Rechte vorbehalten, bin wieder raus aus dem Open Content, raus aus den freien Inhalten und bin wieder ganz am Anfang, wo das Urheberrecht sozusagen den Standardfall ansetzt. Das ist natürlich blöd. Das heißt, es hängt das ganze System CC und das ganze System auch im anderen Bereich Open Content, auch bei Software ist es ähnlich, an diesen Hinweisen. Und das ist auf der Seite, wenn ich die Sachen finde, wenn ich als Nachnutzer wiederum Fehler mache, wenn ich also den Hinweis, den ich geben muss als derjenige, der das Werk nutzt, wenn ich da irgendwas falsch mache, wenn ich den Hinweis ganz vergesse oder wenn ich ihn falsch konstruiere, wenn ich nicht das wiedergebe, was ich wiederzugeben habe laut Lizenz, dann passiert letztlich dasselbe, als würde der Hinweis verloren gehen. Es gibt dann Grenzfälle, da kann man es vielleicht noch retten, aber in vielen Fällen heißt es dann auch wieder, die Lizenz gilt leider nicht mehr, du hast dich nicht an die Lizenz gehalten, dann gilt auch wieder alle Rechte vorbehalten und damit bin ich wieder da, wo ich eigentlich weg wollte, nämlich bin wieder bei der vollen, beim vollen urheberrechtlichen Schutzniveau, was gerade bei Open Content und freien Inhalten eigentlich reduziert sein soll. Das ist für die Nachnutzer natürlich dann besonders ärgerlich und viele, darum dieses leicht überraschte Bild, viele sind sich gar nicht im Klaren darüber, wie wichtig das ist, was sie da an Lizenzhinweis unter ihren Blog schreiben, wenn sie fremde Bilder verwenden oder andere Dinge machen und sind dann sehr überrascht, wenn es heißt, du hast leider die Lizenz verletzt, alle Rechte vorbehalten, du hast keine Nutzungserlaubnis, hier ist die Abmahnung und es kostet so und so viel Geld. Um nochmal klarzustellen, was hier heute interessant ist, ist das, was die Nutzer machen, die später die bereits vorgefundenen, freigegebenen Inhalte nutzen wollen. Es gibt ja zwei Ebenen. Man kann auf den Lizenzhinweis des Urhebers, der Urheberin gucken. Da kann man auch schon Fehler machen. Das ist das, was ich hier unten genannt habe. Der Murks beim Erstellen des eigenen Lizenzhinweises ist nochmal ein eigenes Thema für sich. Das, was der Lizenzgeber, also der Urheber, falsch macht beim eigenen Lizenzhinweis, wenn er sagt, Folgendes müsst ihr angeben, das kann auch der Nachnutzer nicht mehr ausbügeln. Das ist aber nicht das Thema heute, sondern das Thema ist heute, ich finde einen Inhalt, ich finde ein Bild, das jemand freigegeben hat und wo der Hinweis steht, das ist unter CC-Lizenz freigegeben und woraus da wiederum Pflichten für mich folgen, diesen Hinweis weiterzugeben und die richtigen Angaben zu machen. Also die Top 5 der aus meiner Sicht subjektiv, aus meiner Erfahrung der letzten Jahre, ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit, die Top 5 der Fehler, die dabei gerne passieren. Das hier ist die Miss Earth-Wahl, was auch immer das genau ist. Platz 5, ich nenne es die Stealth-Bearbeitung. Das bedeutet, jemand bearbeitet ein Bild, das er bearbeiten darf. Also das Bild steht meinetwegen in Wikimedia Commons unter einer entsprechenden CC-Lizenz, die die Bearbeitung erlaubt. Das ist bei allen Bildern auf Commons der Fall. Das heißt, diese Bearbeitung ist immer zulässig.
und stellt das Bild wiederum in anderem Kontext, benutzt es, stellt es ins Netz, tut es in das eigene Buch oder macht sonst was damit, wofür man eine Lizenzerlaubnis braucht. Und unterlässt es aber dazu zu schreiben, dass es sich um eine bearbeitete Version des Bildes handelt. Das kann man sagen, naja gut, ist das so schlimm? Da ist immerhin angegeben, die sonstigen Lizenzangaben sind da, es steht halt nur nicht dabei, dass es bearbeitet wurde. Das ist insofern schwierig, wenn man sich in die Position des Urhebers oder der Urheberin versetzt, die das Bild ja so nicht ins Netz gegeben hat. Das heißt, es ist jemand an mein Werk rangegangen, hat was verändert und dann steht immer nur mein Name drunter und steht nicht dabei, dass es bearbeitet wurde. Das heißt, die Aussage für alle, die das sehen, muss sein, ich hätte das so ins Netz gestellt. In Wirklichkeit habe ich es aber gar nicht so ins Netz gestellt, sondern das ist nachträglich verändert worden und vielleicht in einer Art und Weise verändert worden, die mir gar nicht gefällt. Und für diesen Fall, weil man immer davon ausgehen muss, zur Sicherheit, es könnte sein, dass demjenigen das nicht gefällt, was mit der Bearbeitung passiert ist, ist es Pflicht bei CC-Lizenzen dazu zu schreiben, dass es eine Bearbeitung war. Das kann sein, zum Beispiel ist es beschnitten worden, ist ein Teil vom Bild abgeschnitten worden, es sind die Farben verändert worden, es ist nach Schwarz-Weiß geändert worden, das sind alles Bearbeitungen im rechtlichen Sinne. Und wenn ich nicht angebe, dass die gemacht wurden, dann verletze ich im Grunde die CC-Lizenz. Und das ist also ein Fehler, der... Also diesen Teil oder dieses Spektrum der Pflichten, das kennen viele überhaupt nicht. Und auch das soll der Lizenzhinweisgenerator mit abfangen helfen. Platz 4 ist sehr häufig zu finden, nur für Findige. Heißt, es wird angegeben, dass eine bestimmte CC-Lizenz gilt, im besten Falle sogar inklusive Versionsnummer und sonstigen Angaben. Aber es ist kein Link vorhanden. Oder wenn man offline arbeitet, ist es keine URL abgedruckt, also keine Internetadresse der Lizenz. Das ist insofern doof, als das ganze System natürlich darauf basiert, dass nicht groß kommuniziert werden muss und auch, dass nicht viel Arbeit in die Nachnutzung gesteckt werden muss. Die Nachnutzer sollen es möglichst leicht haben. Wenn jetzt aber der Link fehlt oder die URL fehlt, dann müssen später Nachnutzende sich entweder die Mühe machen, die Sachen rauszusuchen über Google oder über eine andere Suchmaschine, zu finden, also diesen Lizenznamen überhaupt, der sehr kryptisch auch sein kann für manche, überhaupt die Lizenz im Netz zu finden und dann unter den Suchergebnissen, die sie dann ausgegeben kriegen, auch noch das Richtige auszuwählen. Das ist eigentlich, das allein schon ist schon eine Überforderung und es ist eben auch, weil es eine Überforderung ist, ein Verstoß gegen die Lizenz, denn in der Lizenz steht ausdrücklich drin, du musst die Lizenz entweder als Volltext, das steht ganz unten, also den ganzen Lizenztext mitschicken, aber das ist sehr lang, das sind mehrere Seiten, das ist unpraktikabel, aber du musst wenigstens den Link oder die URL hinzufügen. Und das wird dann nicht, wenn es nicht gemacht wird, funktioniert die ganze Nachnutzungsmechanik von CC schon nicht mehr. Darum ist es eine Lizenzpflicht. Platz 3, es wird nicht angegeben, welche CC-Lizenz denn gilt. Viele Leute leider immer noch haben nicht ganz verstanden, dass es die eine CC-Lizenz nicht gibt, sondern dass es 6 verschiedene Geschmacksrichtungen, kann man sagen, oder 6 verschiedene Typen von CC-Lizenz gibt. Und es mag zwar verwirrend sein, dass es außerdem noch Versionen von CC-Lizenzen, diese 6er-Sets gibt, also das 6er-Set gibt es in verschiedenen Versionen und dann gibt es auch noch portierte Fassungen für einzelne Länder angepasst und so weiter. Das kann man ja noch sagen, gut, dass die Leute das nicht wissen, das ist vielleicht auch nicht zu erwarten, aber dass es eben 6 verschiedene Typen gibt von CC-Lizenzen, das wenigstens kann man eigentlich erwarten. Das muss man auch mit angeben. Wenn man den Lizenztyp nicht mit angibt, dann wird es ganz schwer, diese Aussage, das steht unter der und der Lizenz, noch irgendwie juristisch zu retten, nämlich dann aus dem Kontext irgendwie auszulegen, welche Lizenz ist denn jetzt gemeint. Wenn man wenigstens den Lizenztyp angegeben hat, dann kann man sich da juristisch sozusagen noch irgendwie aufs rettende Ufer schwimmen, aber leider passiert das immer noch relativ häufig nicht. Platz 2, die Geheimakte Urheberschaft ist natürlich besonders gravierend. Das ist nämlich der Fall, wenn nur die Lizenz angegeben wird und überhaupt der Urheber nicht mehr auftaucht oder die Urheberin. Das kann mal lizenzkonform sein, wenn ich zumindest einen Link angebe, wo ich all die Urheberangaben finde. Das ist also sozusagen eine Art Alternativlösung, die auch in der Lizenz erlaubt ist und immer angelegt ist, dass ich, wenn ich die Angaben nicht an Ort und Stelle machen kann, direkt beim Bild, dann kann ich das über einen Link auf eine Seite, wo ich dann aber auch alles finden muss, kann ich das machen. Aber wenn das nicht der Fall ist, wenn ich keinen solchen Link habe, der auf eine Seite geht, was bei Wikimedia Commons übrigens sehr komfortabel ist, denn jedes Bild in Wikimedia Commons hat eigentlich das komplette Set
von Angaben auf seiner Commons-Seite. Aber in anderen Kontexten ist es nicht der Fall. Und auch dann ist es letztlich nichts wert. Ich kann, also wenn der Urheber nicht genannt wird, ist die Lizenz nicht eingehalten worden. Das heißt, ich habe keine Nutzungserlaubnis. Ich habe nachträglich sozusagen wieder den Status alle Rechte vorbehalten und es nützt mir alles nichts. Der Grund ist natürlich, das wissen vielleicht manche, dass die Namensnennung sozusagen die zentrale Währung im Bereich Open Content oder auch gerade im Bereich Creative Commons ist. Und deswegen ist in jeder einzelnen Creative Commons Lizenz, in jedem dieser Lizenztypen, dieser sechs, die Namensnennung die zentrale und die wichtigste Bedingung. Und wenn man die verletzt, dann kann man eben auch nicht mehr erwarten, Nachsicht sozusagen von seinen Mitmenschen zu ernten. So, und Platz 1 ist das Schweigen im Walde, das auch schon ein bisschen eben bei Christian wieder so ein bisschen sich reingeschlichen hatte. Nämlich der, also das ist sozusagen der traurige Klassiker, ist das gänzliche Fehlen von Angaben. Und zwar im besseren Falle ist der Auslöser ein Missverständnis, nämlich das Missverständnis, dass man eigentlich gar nichts Urheberrechtsrelevantes macht, was man da gerade macht. Das kann mal der Fall sein, wenn man Bilder nur einbettet. Da gibt es Rechtsprechung, die sagt, das ist keine urheberrechtliche Nutzung in bestimmten Fällen. Aber in den allermeisten Fällen, wenn man irgendetwas macht mit einem fremden Bild, mit einem fremden Inhalt, der urheberrechtlich geschützt ist, dann ist das im Zweifel erlaubnispflichtig. Außer man ist zu Hause im privaten Bereich. Aber alles, was öffentlich im Internet stattfindet, da kann man eigentlich von ausgehen, irgendwie brauche ich eine Erlaubnis. Ist vom Recht her so gedacht. Öfter ist aber leider das schlimmere Missverständnis aus meiner Sicht, nämlich das Missverständnis, CC-Lizenzierung würde bedeuten, macht doch, was ihr wollt damit. Oder der Urheber sagt, ich verzichte auf meine Rechte, ihr braucht da nichts zu beachten. Das ist ganz klar nicht der Fall. Bei CC-Lizenzen ist gerade der Witz, oder auch was Christian eben angedeutet hat, eine Lizenz brauche ich nur, wenn es bestimmte Bedingungen gibt, die es einzuhalten gilt. Sonst wäre dieser ganze Lizenzzirkus nicht nötig. Also das ist definitiv nie die Aussage einer CC-Lizenz, macht doch, was ihr wollt damit. Dafür gibt es allerdings eine Lizenz, das ist die sogenannte Do What The Fuck You Want To Public License oder WTFPL. Wer die tatsächlich benutzen will, der mag das gerne tun, aber die ist keinerweise anerkannt durch irgendwen. Und wenn ich meine Rechte aufgeben will, tatsächlich, wenn ich das als Urheber will, als Urheberin, dann gibt es das von CC eine Aufgabeerklärung, eine standardisierte, ein Waiver, der nennt sich CC0 oder CC0. Das kann ich alles machen, dafür gibt es Tools, aber CC-Lizenzen enthalten diese Aussagen nicht. Aber diese ganzen Fehler, Rettung naht, und zwar in Form von Jens Ohlig und Till Jäger, die nämlich maßgeblich den Lizenzhinweisgenerator mit dem etwas sperrigen Namen. Ich finde den Namen immer noch, vielleicht kommt man da nochmal auf was Besseres. Ich übergebe jetzt die Bühne an die beiden, damit die ja mal richtig zeigen, wie das funktioniert und was da so hintersteckt. Ja, hervorragend. Wir haben auch gleich die Seite vorbereitet. Vielleicht sollte ich noch irgendwie dazu sagen, damit meine Kollegen mir nicht aufs Dach springen. In der letzten Phase bei der Programmierung war ich da nicht mehr zuständig. Das Projekt läuft relativ lange schon bei uns bei Wikimedia Deutschland. Am Anfang habe ich damit programmiert, aber ja, ich bin in der Softwareentwicklung hier zuständig, aber bin jetzt nicht der Entwickler von diesem Tool. Das haben ganz andere findige Leute bei uns gemacht. Wollen wir es eigentlich... dir fehlt ein Mikro. Ja. Gut, fangen wir gleich an mit einem Beispiel, oder? Wir wollen auf der einen Seite mal zeigen, wie das Tool funktioniert und begleitend vielleicht noch ein bisschen etwas zu den Hintergründen. John hat ja schon einiges davon berichtet. Wir sind so ein bisschen in einem Zwischenstadium auf dem Weg zu freien Inhalten. Also die Idee von Creative Commons Lizenzen ist ja zunächst einmal dazu, Urheber dazu zu bringen, überhaupt ihre Werke und eine Lizenz zu stellen, die lizenzgebührenfreie Nachnutzung erlaubt. Und da war man ja auch urheberfreundlich. Was ist denn dem Urheber wichtig? Ja, mit Namen genannt zu werden zum Beispiel. Oder es ist ihm wichtig, dass man findet, wo kommt denn das eigentlich her? Was wurde verändert? John hat das dargestellt.
Was so ein bisschen im Hintergrund geblieben ist, ist die Einfachheit für die Nachnutzer. Das muss man einfach sagen. Das ist vielleicht die nächste Ausbaustufe, dass es dann auch für die Nachnutzer einfach wird und man nicht so sehr viele Pflichten hat. Wir haben vielleicht hier ganz kurz mal nur einen kurzen Blick. Das sind die Lizenzpflichten bei der Version 3. Und da sieht man, das ist eine ganze Menge Kleingedrucktes. Das ist nicht das, was für den juristischen Laien einfach zu erfüllen ist, sondern das ist, wie gesagt, ein bisschen aus Sicht des Lizenzgebers gemacht. Und daher bin ich umso mehr froh, auch gerade als Jurist. Das sind ja nicht die Sachen, mit denen man als Anwalt auch Geld verdienen möchte. Eine Beratung, wie gebe ich Inhalte frei? Das würde auch, glaube ich, keiner bezahlen, sondern eher dazu führen, dass gar keine Nachnutzung stattfindet. Deswegen bin ich sehr froh, dass Wikimedia sich dieser Sache angenommen hat, ein Tool zu bauen, das auch dem Laien das einfach macht, die Lizenzpflichten richtig zu erfüllen. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Es ist ein, muss ich dazu sagen, behaupte ich jetzt mal, weil ich die Technik nicht gemacht habe, ein sehr komfortables Tool, was sehr viel schon automatisch ausliest. Wir haben jetzt hier einfach mal ein Beispiel. Es ist unter lizenzhinweisgenerator.de aufrufbar und hat einfach eine Fläche, in der man dann zum Beispiel eine Wikipedia-Seite eingibt. Genau, wir haben uns halt überlegt, was könnte die Geschichte der Nachnutzenden sein? Welche Geschichte haben sie? Also eine User-Story quasi. Und eine Geschichte wäre halt zum Beispiel, dass ich in einer Redaktion sitze, ich finde eine Wikipedia-Seite zu einem Thema und finde da ein Bild und möchte dieses Bild gerne in meinem Artikel einbetten. Und dann gebe ich einfach die URL dieser Wikipedia-Seite hier zum Thema Sukkulenten ein und schaue mir dann an, was ich auf dieser Seite für schöne Bilder sehe. Ja, da ist eine reiche Auswahl. Es gibt natürlich Seiten, da sind weniger Bilder. Bei Sukkulenten finden wir sehr viele, sehr schöne Fotos. Und ja, vielleicht nehmen wir mal die Blüte dort. Das hier? Na, eins drunter. Diese, das genau, hier, die genau. Nehmen wir mal an und wollen dieses Foto zum Beispiel nachnutzen. Und was wir hier sehen, ist eine Kombination des Tools. Es werden gewisse Dinge abgefragt. Wie soll denn die Nachnutzung erfolgen? Also die erste und wichtigste Frage ist, und das ist letztlich etwas, was sich aus den Lizenzpflichten ergibt. Die sind nämlich unterschiedlich oder können unterschiedlich erfüllt werden, wenn man das Bild online oder offline nutzt und ob man es bearbeitet oder nicht. Und die wesentlichen Punkte, die werden hier einfach mit so einem Click-Through abgefragt. Also ja, das erste in einem Druckererzeugnis oder online. Genau. Und daneben bietet die Seite dann noch relativ viel Informationen. Also es gibt einen Hinweis, dass in manchen privaten Zusammenhängen gar kein Lizenzhinweis notwendig ist. Davon gehen wir aber nicht aus. Also wir gehen davon aus, jemand möchte das wirklich online oder in einem Druckerzeugnis nutzen. Es gibt gleichzeitig die Möglichkeit, das Bild herunterzuladen. Dazu sollte man dann aber vorher den Lizenzhinweis generiert haben. Man kann auf die Comments-Seite gleich gehen. Aber dann zur ersten Frage, wie möchte ich das Bild nutzen? Und wir hatten uns jetzt für das Druckerzeugnis erschienen, ne? Genau. So, dann soll das mit einem Werk zusammen mit anderen Werken oder einzeln veröffentlicht werden? Da wird sich der eine oder andere fragen, ja, was heißt denn zusammen mit anderen Werken? Und da gibt es immer so ein kleines Fragezeichen mit ergänzenden Informationen, weil auf der einen Seite soll das Tool einfach zu bedienen sein, auf der anderen Seite kann man nicht immer hinreichend Kenntnisse voraussetzen und dann hat man hier einfach noch ein bisschen ergänzende Informationen für die, die sich nicht ganz sicher ist, wie muss ich denn die Frage beantworten, was steckt denn da eigentlich dahinter? Ja, hier nehmen wir einfach mal eine Einzelnutzung an. So, dann soll es bearbeitet werden, das ist natürlich zentral, weil all die Fotos, die sich auf Wikimedia Commons befinden, unter einer Lizenz erhältlich sind, die Bearbeitung gestattet. Genau, und das könnte das Zuschneiden sein, das Einfärben oder ja, als Teil einer Collage oder Photoshop und so weiter.
Und ja, nehmen wir mal, dass wir es in der ursprünglichen Form benutzen. Lass uns mal bearbeiten. Ja, dann. Alles klar, gut. Dann haben wir genau den Punkt. Was wird genau verändert? Also in dem Beispiel zugeschnitten vielleicht als einfachsten Fall. So, und jetzt haben wir genau das Thema, was John angesprochen hat. Ja, da ist der Bearbeiter, der was dran geändert hat, der hat es geschnitten. Ja, der will vielleicht ja selber dann Bearbeiterurheber, möglicherweise. Ja, wie will der eigentlich genannt werden? Und ja, jetzt kannst du entscheiden, ob du ein Pseudonym verwendest, deinen echten Namen oder anonym bleiben möchtest. Ja, und klar, wenn das Werk bearbeitet wurde, dann stehen vielleicht mehrere Lizenzen zur Auswahl, wie das bearbeitete Werk dann selbst wieder lizenziert sein muss. Es muss ja nicht bei allen Lizenzen unter der Ursprungslizenz stehen. Auf die Fragen wollen wir jetzt gar nicht so im Detail eingehen, wieso und weshalb und welche Bandbreite besteht. Hier kann man jedenfalls unter möglichen Lizenzen eine auswählen. Genau, also ich könnte es nicht, ich könnte nicht noch die Rechte des ursprünglichen Autors einschränken, indem ich irgendwie eine freiere Lizenz oder sowas mache. Nehmen wir mal dieselbe, ja. Genau. So, und dann haben wir hier den Lizenzhinweis. Und man sieht, da ist schon einiges an Text erforderlich. Das ist nicht so schlicht, wie man vielleicht als unbedarfter Nachnutzer denken würde. Wir sehen den Namen. Wir sehen die Quelle, also wo kommt das Foto her, den Namen, von wem und wie es bearbeitet wurde und den Link zum Lizenztext. Das sind in dem Fall die To-Dos. Und das ist ja nur der eine Teil dessen, was man tun muss, nämlich was muss ich aktiv tun. Das lässt sich hier wunderschön kopieren, der Lizenzhinweis. Man kann aber, wenn du vielleicht noch ein bisschen runterscrollst, sieht man dort auch noch ergänzende Hinweise, denn die Lizenzen sagen ja nicht nur, was man tun muss, sondern auch, was man nicht tun darf. Ja, also zum Beispiel solche Dinge wie Unterlizenzen erteilen, technische Schutzmaßnahmen verwenden. Das sind alles Dinge, die sich in der Lizenz wiederfinden. Die sind jetzt hier einfach informativ aufgeführt. Das ist ja nichts, was ich aktiv in dem Hinweis brauche. Aber wo wir wollen, dass die Nachnutzer wissen, aha, wenn sie auf so eine Idee kommen, ich will vielleicht Kopierschutz machen, darf ich das, wie muss ich das machen, dann findet man hier die Informationen. Ja, und auch die unmittelbare Auffindbarkeit, also unterm Bild zum Beispiel oder am Ende des Textes. Also es wird nicht nur einfach ein Text ausgespuckt, sondern auch noch begleitende Hilfe geleistet. Ja, und dann nehmen wir vielleicht mal ein zweites Beispiel. Wollen wir mit einem nochmal die Sukkulenten nehmen? Ja, nehmen wir nochmal die Sukkulenten. Ups. So sieht das dann aus, wenn das in der Zwischenablage landet. Vielleicht das zweite Mal, dann ja. Genau dieses. So, und jetzt wollen wir das mal online nutzen. So, und jetzt sagt er, wie lautet der Name des Ursprungsautors? Das ist ja etwas, was wir an anderer Stelle in dem Beispiel eben einfach von dem Tool wurde das automatisch von der Seite ausgelesen. Jetzt stehen Sie da und sagen, ja, wo soll ich wissen, wie der Mensch heißt? Ja, da ist es halt sehr schön gemacht, weil man sieht Bild auf Wikimedia Commons, das ist die Ursprungsseite, da findet man die Informationen, die der Urheber angegeben hat. Und da ist es nun mal so, das ist nicht immer vollständig, es gibt nicht ein einheitliches Template, das immer sozusagen sehr schön mit
Autor, Name, Titel und so weiter, das angegeben wird. Und hier hat das Tool nichts gefunden. Und ja, dann wird man einfach mal auf der Seite suchen müssen, gibt es da überhaupt keine Annahme? Dann kann man anonym angeben oder gibt es eine? Und da findet man hier Pictures taken by Raul 654. Also es ist tatsächlich eine Angabe zu finden, die das Tool nicht automatisiert extrahieren konnte. Man findet sie und dann kann man sie hier eingeben oder halt angeben, dass es keine Informationen gibt. Also auch hier haben wir eigentlich eine schöne Hilfe. Wir haben da sehr viel Gehirnschmalz und Programmierarbeit reingesteckt und denken, in den meisten Fällen können wir die Lizenzangaben automatisch extrahieren. Es ist aber leider nicht so, dass auf Commons alles in dieser maschinenlesbaren Form vorliegt, wie es wünschenswert ist. Vielleicht ändert sich das in der Zukunft mal. Das wäre zu wünschen. Ja, ich denke, in sehr, sehr hohen Anzahl. In fast allen Fällen ist das so, dass es automatisch vom Tool ausgelesen wird und ich mich dann nicht darum kümmern muss. In einigen Fällen wie hier muss ich dann halt auch nochmal auf die Comments-Seite gehen und gucken, ob da für Menschen lesbar was hinterlegt worden ist, was ich dann einfügen müsste. Veröffentlichen das wieder einzeln oder zusammen mit anderen Werken? Ja, zusammen mit anderen Werken. Das ist Sammelwerke, ja, können wir machen. Macht erstmal keinen Unterschied. Und wir bearbeiten es nicht. So, und da sieht man, da ist der Lizenzhinweis, sieht etwas komfortabler aus. Das liegt daran, dass es halt eine Online-Nutzung ist. Da kann man halt die Links sozusagen hinter einem Kürzel verstecken. Wobei hier beim Kopieren sowohl der HTML-Text auch als auch der ASCII-Text kopiert werden kann. Also das kann man dann eigentlich auch sehr schön auf seine eigene Website übernehmen. Wir haben hier halt immer versucht, das so knapp wie möglich darzustellen, damit die Lizenzhinweise sozusagen nicht über Gebühr lang sein müssen. Genau, wenn ich das jetzt in einen Content-Management-System in meiner Redaktion, in meinen Artikel einspeise, dann ist es einfach nur so, dass ich hier auf den Kopieren-Knopf drücke und dann wird der Code inklusive den Links in meine Zwischenablage kopiert und ich füge das dann einfach ein. Das wär's. Ja, vielleicht noch ein begleitendes Wort. Es wurde ja am Anfang von Monstern gesprochen. Ja. Natürlich sind die meisten Urheber keineswegs Monster, die etwas unter eine Creative Commons Lizenz stellen und sie werden vielleicht auch nicht allzu sehr streng sein, wenn nicht alles korrekt ist, sondern vielleicht einen Hinweis machen oder es einfach ignorieren. Allerdings ist die Creative Commons Lizenzierung heute schon so weit verbreitet, dass es nicht nur freundliche Menschen gibt, die das tun. Und die Creative Commons Lizenzen sind durchsetzungsstark gestaltet. Das heißt, die eingeräumten Rechte fallen automatisch weg, wenn eine Lizenzverletzung vorliegt. Und da können auch schon kleinere Fehler ausreichen. Und das war dann letztlich auch eines der Motivationen zu sagen, naja, man will den gutwilligen Nachnutzer nicht in eine Abmahnfalle laufen lassen. Es gibt erste Fälle ja auch schon vor Gericht, wo manche etwas, vorsichtig pingelig erscheinen und hier den Leuten zu helfen, das ist der zentrale Wunsch. Ja, und vielleicht kannst du noch was sagen, was für die Zukunft geplant ist. Ja, also wir sind erstmal sehr zufrieden mit dem, was wir da gemacht haben. Ich glaube, es ist ein einfaches Tool, ist halt wirklich genauso so eine klickbare Webanwendung, wie man sie im Jahr 2016 erwartet. Im Moment ist das alles, weil es von Wikimedia Deutschland stammt, für den deutschen Sprachraum, für die deutsche Jurisdiktion gemacht und ich finde das auch sehr, sehr interessant. Das ist ein Softwareprojekt, wo nicht nur Coder dran beteiligt worden sind, sondern ich würde sagen, großer Teil der Softwareentwicklung kommt auch von dir. Du hast halt irgendwie den juristischen Code sozusagen beigetragen, dass diese Geschichte, die man da durchläuft, halt dann auch wirklich genauso richtig verläuft und dass man da nicht in irgendwelche Fallen tappt oder so. Das ist etwas, was ja mit normaler Softwareentwicklung halt irgendwie nicht handbar wäre. Da sind wir irgendwie sehr, sehr glücklich, dass wir da mit JBB einen guten Partner hatten und mit dir als Mitentwickler sozusagen.
Wir sehen aber, dass es da großes Interesse gibt, auch bei anderen. Also Wikimedia ist ja ein internationales Movement, das gibt es ja nicht nur in Deutschland. Dieses Problem der Nachnutzbarkeit der Einfachen, das ist auch ein internationales. Deswegen haben wir gleich von Anfang an gesagt, diese Software wird so ausgelegt, dass alles, was auf dem Bildschirm angezeigt wird, übersetzt werden kann. Dass diese Texte, die da angezeigt werden, in einem Verzeichnis abgelegt werden und dann halt entsprechend übersetzt werden kann. Da sind wir gerade in Überlegungen, wie das dann auf Englisch passieren soll. Das hat natürlich dann auch noch so kleine Problematiken. Das ist es nicht überall die gleiche Rechtslage auf der Welt, aber ich denke, mit einer Übersetzung ins Englische ist schon viel geholfen. Wir vertrauen da halt auch auf die Community, dass wir dann in Zukunft noch mehr Übersetzungen in noch mehr interessante Sprachen haben und dann die Nachnutzung halt quasi ein bisschen einfacher machen können. Auf GitHub ist das Ganze als freie und offene Software veröffentlicht und kann auch so runtergeladen und selber verändert werden. Ja, ich glaube, dann können wir gleich... Vielleicht noch so zum Erwartungsmanagement. Es gibt natürlich Probleme, die mit der Nutzung von freien Bildern passieren können, die nichts mit der Lizenz zu tun haben. Ja, das ist richtig. Bei solchen Fragen wie, wie weit reichen die Schranken? Das ist natürlich etwas, was komplett unabhängig von den Lizenzen ist. Andere Aspekte wie Persönlichkeitsrechte, die werden natürlich durch das Tool nicht behandelt. Das heißt, in welchem Kontext wird vielleicht eine Person abgebildet und darf wiedergegeben werden? Das sind natürlich Fragen, die außerhalb der reinen Lizenzpflichten liegen und damit auch außerhalb des Tools. Und natürlich haben wir nicht sämtliche Lizenzen. John hat es angesprochen, es gibt ja nicht nur die 6 Typen, sondern davon auch verschiedene Versionen und Länderfassungen. Hier dieses Tool deckt die BY und BY SA in den verschiedenen Versionen für Deutschland, Unported International und Generic ab. Und damit sind wir auch schon bestimmt bei 10, 12 oder 14 verschiedenen Lizenzen, die teilweise kleine Unterschiede haben, sodass da schon einiges an Arbeit für das besagte Storyboard angefallen ist. Ja, ich glaube, das als Einführung, und dann freuen wir uns, wenn es hier noch Fragen dazu gibt zum Tool, zur Creative Commons Lizenzierung und zur Nachnutzung. Hallo, ich habe eine Frage, und zwar, was passiert denn, wenn die Lizenz auf Commons nicht korrekt ist? Also wenn jemand anders zum Beispiel, der gar nicht die Lizenz besitzt, jetzt ein Bild bei Commons hochlädt und ich benutze dann den Lizenzhinweisgenerator und dann stellt sich zum Schluss heraus, das war alles Unrecht. Was bedeutet das dann für mich? Ja, also zunächst einmal kann natürlich das Tool nicht erkennen, ob jemand falsche Angaben gemacht hat. Wir haben auch festgestellt, es gibt vielleicht 2 Konstellationen. Die eine Konstellation ist, dass jemand ein Foto einstellt, an dem er überhaupt keine Rechte hat. Das ist wahrscheinlich eher der seltenere Fall. Dann ist es halt eine Urheberrechtsverletzung, aber hoffentlich dann ohne Verschulden. Denn wie soll der Nachnutzer das erkennen können, wenn er es nicht erkennen kann? Dann muss er die weitere Nutzung unterlassen, aber hat sich jedenfalls nicht schadensersatzpflichtig gemacht. Der andere Fall ist, auch das mag vorkommen, wenn die Angaben einfach unrichtig sind, weil der Urheber selber sie ja vielleicht nicht richtig ausgefüllt hat. Also wir haben solche Beispiele, da hat jemand bei Autor angegeben, Own Work. Das ist wohl kaum der Autorenname. Ne? Dann würde das Tool natürlich, kann nur diese fehlerhaften Angaben dann wiedergeben. Ich glaube, da hilft das Tool insofern ganz gut, als man immer den Direktlink hat und da nochmal nachschauen kann, wenn die Ergebnisse merkwürdig erscheinen. Na, was findet man denn auf der Seite sonst so, wie wir das hier auch mit dem Namen eben gemacht haben? Ich hätte sogar noch eine zweite Frage. Und zwar, wir haben ja gesehen, der Lizenztext
ist ja teilweise gerade in Druckform teilweise so groß wie das Bild selber. Gibt es eine Möglichkeit, den vielleicht zu verkürzen? Also welche Schriftgröße ist denn akzeptabel? Kann ich vielleicht die URLs verkürzen oder ist sowas möglich? Naja gut, wir haben ja hier an dem Beispiel gezeigt, dass man das hinter einem Link packen kann. Das ist sicherlich das kürzeste. Was von Druck? Ja, beim Druck. Beim Druck, da wird es in der Tat schwierig. Also man könnte natürlich sowas wie Tiny URL verwenden. Dann muss man halt sicherstellen, dass hinter diesem Link auch immer der Lizenztext abrufbar ist. Und das ist bei einer langfristigen Nutzung immer ein problematisches Feld. Deswegen würde ich eigentlich immer dazu raten, den Originallink zu machen, wobei die Nennung in üblicher Weise erfolgen kann. Und sagen wir mal, bei Druckpublikationen ist es jetzt durchaus üblich, dass die Urheberrechtshinweise und Informationen innerhalb zum Beispiel eines Buches irgendwo gesammelt sich am Ende oder in einem bestimmten Bereich finden. Das wird nicht immer zwingend direkt am Foto sein müssen. Bei Zeitschriften vielleicht anders, ne? Das ist das, was gerade üblich ist. Ja, also ich benutze jetzt schon länger so Fotos oder Werke unter freien Lizenzen und es ist interessant, wie viele Leute man wirklich erschrecken kann, wie lang diese rechtlich vorgeschriebenen Angaben eigentlich sind. Also dieses typische Quelle Internet oder auch Quelle Wikipedia unter CC-Lizenz, das reicht nun wirklich nicht und da muss ein bisschen mehr stehen. Das ist zum Teil ja, überraschend, wie lang das ist. Aber das ist alles tatsächlich auch in den Lizenzen so vorgeschrieben. Steht da drin. Ja, zunächst mal herzlichen Dank für das Tool, dass ihr das gemacht habt. Das beeindruckt mich sehr in zweierlei Hinsicht. Das erste ist, wie viel Arbeit da sicher drin steckt. Und das zweite ist, wie kompliziert es trotzdem noch ist. Also auch wenn es das Tool schon gibt. Ich denke, das ist eine Erkenntnis, die ja leider traurig, aber sehr wichtig ist. Mir ist bei dem konkreten Durchspielen aufgefallen, dass das Tool für mich in vielerlei Hinsicht schwierig zu nutzen wäre, weil ich nämlich am Anfang entscheiden muss, online oder Druck. Für mich wäre die typische Antwort beides, weil mein typisches Nutzungsszenario ist ein PowerPoint-Vortrag, der hinterher von den Veranstaltern, wo ich vortrage, ausgedruckt wird und an die Teilnehmer verteilt wird. Das heißt, wenn ich mich da so entscheiden muss, sitze ich in der Falle. Ja, ich weiß nicht, ob man in der Falle sitzt. Wenn man zwei Nutzungen hat, dann muss man vielleicht das Tool zweimal durchspielen und die jeweiligen Ergebnisse anwenden. Man wird am Ende dabei feststellen, dass der wesentliche Unterschied da entsteht in der Darstellung mehr und nicht so sehr, dass dann auf einmal völlig andere Angaben zu machen sind. Das heißt, wenn Sie Präsentationsfolien erstmal verwenden, dann werden Sie im Regelfall erstmal im Print sein, auch wenn es kein Print ist, wenn Sie das wie hier zeigen. Und wenn Sie die dann online stellen, dann werden Sie sich wahrscheinlich nicht die Mühe machen, sozusagen einen Link, einen klickbaren Link hinzufügen und dann auch den sozusagen die volle URL lesbar angeben. Und dann würde sich wahrscheinlich kein Unterschied ergeben. Also die beiden Darstellungsformen kann ich, wenn ich online wähle, online oder Print, wenn ich online wähle, dann kann ich auch beide Darstellungsformen hier direkt auslesen. Also ich habe hier einmal die Form, wo es dann mit Link ist und wenn ich hier unter Plaintext gehe, dann bekomme ich die andere Form. Also die Entscheidung ist nicht so final wie gedacht. Zu kommunizieren, damit die Leute sich nicht ja. So im Kopf machen, Das ist richtig. Also ich denke auch, dass wir da noch lernen können. Wir haben irgendwie einen Link, wo wir uns sehr freuen, wenn der benutzt wird, Feedback. Also ich habe einen Fehler gefunden, das freut uns und das meinen wir auch so. Und da einfach mal eintragen und wir werden das dann für die nächste Version berücksichtigen. Ja, man muss natürlich vielleicht auch dazu sagen, wir können natürlich nicht die Lizenz nachträglich ändern. Die Komplexität, die in den Lizenzpflichten drinsteckt, müssen Sie in einer gewissen Weise weitergeben, weil wir natürlich erstmal Wert darauf gelegt haben, dass das Ergebnis korrekt ist, und zwar nach dem Lizenztext korrekt.
Und da gibt es nun mal halt auch die eine oder andere Option, die vielleicht in der Praxis kaum eine Rolle spielt, die wir aber hier wegen der Vollständigkeit wiedergeben wollten. Ja, also das Wort Sammelwerk habe ich auch erst durch dieses Projekt gelernt, zum Beispiel. Genau, das ist dann zum Beispiel etwas, was sich dann nur dann widerspiegelt, wenn sich der Urheber und Rechteinhaber beim Bearbeiter meldet und sagt, oh, das ist ein Sammelwerk, ich will aber nicht genannt werden, du musst es entfernen. Nun, das sind dann die Details der Lizenzpflichten, die meisten nicht kennen und weil man sonst jedes Mal den Lizenztext neu lesen müsste. Eine Frage stellen. Der eine Punkt, der mir rechtlich tatsächlich neu war, war, dass ich angeben soll, wie ich ein Bild verändert habe, wenn ich es denn verändere. Und das stelle ich mir unter Umständen sehr, sehr komplex vor. Und die Frage ist, ob es nicht ausreicht, wenn man einfach nur angibt, dass es verändert wurde. Ja, ich glaube, ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir es hinter dem Fragezeichen hingewiesen haben. Das ist völlig richtig. Im Zweifel, wenn es sich nicht unter ein Schlagwort fassen lässt, dann wird sicherlich auch reichen, bearbeitet von. Es ist halt so, dass die Lizenz selber diesen Vorschlag macht, zum Beispiel bei einer Übersetzung übersetzt von. Ja, die Lizenz ist ja nicht nur sozusagen für Fotos anwendbar. Und das wäre dann der Default oder die Rückfalloption einfach nur bearbeitet von. Genau, zu dem Thema habe ich auch noch eine Frage. Wie weit geht das Bearbeiten? Also angenommen, ich will es ausdrucken lassen und die Druckerei verhaut sich mit den Farben. Man kennt das irgendwie, das Ding sieht dann doch nicht mehr so aus, wie der Urheber sich das mal vorgestellt hat. Anderes Thema Auflösung. Ja? Ich lade es in einer bestimmten Auflösung runter, stelle es irgendwo ein, es wird anders irgendwie, was ich dargestellt. Auflösung kann ja auch für einen Künstler oder für einen Fotografen ein wichtiges Kriterium seiner Kunst sein. Also gerade das Thema Bearbeiten, Bearbeiten vom deutschen Wort her, ich habe ja wirklich was damit gemacht. Hört es da auf oder ist dann auch schon was bearbeitet, was sich sozusagen durch den Nachprozess der Nutzung irgendwie dann als Veränderung darstellt? Ja, da kommen die Monster wieder aus ihren Löchern. Es ist natürlich so, wie immer im Leben und damit auch in der Juristerei, es gibt Grenzfälle, wenn wir zum Beispiel den Auflösungsfall nehmen. Wenn ich eine andere Auflösung wähle, aber der Gesamteindruck derselbe ist, dann ist es keine Bearbeitung. Aber ich kann es natürlich so runterpixeln, dass es irgendwann zum Kunstwerk wird und irgendwo dazwischen wird es beginnen. Da kann man sich eigentlich nur auf seinen gesunden Menschenverstand verlassen. Ist es eine Änderung, die tatsächlich den Eindruck mehr als nur völlig unwesentlich verändert, dann wird man im Zweifel eine Bearbeitung annehmen müssen. Und das ist natürlich der Vorteil, wenn man eine sehr konkrete Angabe gemacht, beschnitten, ne? Also gerade wenn man ein Bild hat, wo vielleicht der Rand etwas zugeschnitten ist. Ja, wo fängt es an? Bei einem, wenn ich einen Millimeter wegnehme, vielleicht noch nicht, aber ein bisschen mehr schon. Es gibt ja auch einen Fall, den D-Radio-Fall. Da sind die nachher nicht wegen der nicht kommerziellen Nutzung verurteilt worden, sondern weil sie die Bearbeitung nicht angegeben haben oder nicht machen durften. Da ist im Zweifel besser anzugeben, was man da gemacht hat, wenn man sich nicht sicher ist. Keine Frage in dem Sinne, sondern Versuch einer Ehrenrettung auch an dieser Bearbeitungsstelle. Das sind Dinge, die sind tatsächlich auch im Urheberrecht einfach angelegt. Das sind also die Frage, was ist eine Bearbeitung nach dem deutschen Urheberrecht, ist eben eine Frage des deutschen Urheberrechts und die CC-Lizenzen in dem Falle übernehmen das, was an Komplexität da ist oder eben nicht. Es mag Länder geben, in denen ist es ganz einfach, was eine Bearbeitung ist oder nicht. Es ist zum Beispiel in Japan so, ein anderer Fall, da geht es um die Frage, was ist eine Entstellung, dass eigentlich jede Veränderung des Bildes als Entstellung erstmal per se angesehen wird. Das ist so der japanische Ehrbegriff. Und in dem Falle reagiert die dortige CC-Lizenz entsprechend auch darauf. So, das heißt, das sind Komplexitäten, die sind vor allen Dingen die liegen im Urheberrecht begründet, des jeweiligen Landes.
und dass bei uns beispielsweise eine Vertonung eines Videos als Bearbeitung gilt. Das ist hier so, aber das mag in einem anderen Land anders sein. Und die CC-Lizenz passt sich dem insofern an, als sie sagt, wenn eine Bearbeitung, in Klammern nach dem lokalen Recht so gesehen, vorgenommen wird, dann musst du das angeben. Und das ist eben auch eine Sache, die kann ich mit einer Standardlizenz, die weltweit für alle mehr oder weniger gleich aussieht, kann ich nicht genauer regeln. Und das ist auch der Grund im Übrigen, was Till Jäger eben sagte, dass die Persönlichkeitsrechte nicht mit abgedeckt sind von diesen Lizenzen. Der liegt darin, dass die Persönlichkeitsrechtslage oder der Umgang mit Persönlichkeitsrechten in den verschiedenen Ländern weltweit so unterschiedlich ist, dass es wahrscheinlich keine Möglichkeit gäbe, den Stein der Weisen in Form einer Standardlizenz zu entwickeln, die das alles gleich regelt für alle. Darum ist das komplett raus. Tja, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit, wünschen uns, dass viele das Tool nutzen, testen, ihre Anmerkungen an Wikimedia schicken und wir hoffentlich vielen damit helfen, bei der Nachnutzung das Leben ein bisschen einfacher zu machen. Vielen Dank. Ja, dann bleibt mir jetzt habe ich noch einen Dank, eine Bitte und einen Vorschlag. Erstmal meinen Dank an John Weizmann, dass wir uns hier nochmal etwas gruseln durften, an Till Jäger und Jens Ohlig, dass sie die Rettung skizziert haben. Mein Dank an Sie für das Interesse, die Fragen und auch die Anregungen. Meine Bitte: So ein Tool muss leben. Tragen Sie es hinaus in die Welt. Ja, machen Sie Werbung dafür. Machen Sie weiter mit Anregungen, dass wir das gemeinsam auch weiterentwickeln können. Also meine Bitte, sorgen Sie dafür, dass das über diesen Abend hinaus weiter an Bekanntheit gewinnt. Und nun der Vorschlag, das allerdings nicht für die Menschen an den Livestream und Fernsehgeräten, sondern an Sie hier. Ich lade Sie jetzt noch herzlich ein, hier eine Brezel mit uns zu essen und ein Getränk mit uns einzunehmen und dann vielleicht alle weiteren Fragen und Kommentare, die Sie dazu noch haben, hier live und in Farbe bei einem Getränk zu stellen. Vielen Dank für Ihr Interesse und einen schönen Abend.